Moin und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von uns hier in Kurs mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz, heute mal wieder zurück zu einer weiteren Folge, ja, im Subraceum Hamburg. Ja, wir sind heute mal wieder unterwegs auf der U3, fahren hier heute wieder wunderbar mit unserem DT5, machen wir heute wieder eine kleine Fahrt, und zwar mit der Zugnummer 86-1606 von Barmbek nach Barmbek, so wie es ausschaut. Und ja, heute mal eine Fahrt am Nachmittag. Aufgabe soll ungefähr 45 Minuten gehen, und ich würde sagen, wir tun mal fortsetzen und dann legen wir los. So, wenn wir in Barmbek stehen hier. Ne, Wandsbek Gartenstadt stehen wir. So, sogar. Na, hier ist ja was los. So, huch, mein Gott. So, als allererstes machen wir erstmal die Türen auf. So, lassen die Fahrgäste einsteigen. Und was ich noch erstmal machen werde, dadurch, dass es ja so warm ist, dann erstmal die Klimaanlage ein bisschen einschalten, und zwar auf manuell. Feuchtung machen wir hoch und Modus oder Stufe 2. Ja, funktioniert immer noch nicht hier mit unserer Geschwindigkeitsbegrenzer. Leider Gottes, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, Fahrgastraumbeleuchtung machen wir Automatik, genau. Scheibenwischer brauche ich jetzt gerade nicht, und ja, so sind wir auch schon soweit abfahrtbereit. Aufgerüstet ist er. Fahren heute nämlich wieder mal ein Standardaufgabe hier, ne? So eine Fahrplanaufgabe. Und ja, wir sagen, fahren wir raus hier aus Wandsbek Gartenstadt. Ja. Nächster Halt, Habichtstraße. Genau. Ausstieg links. Geht es einmal erstmal nach Wandsbek, nach Barmbek, und dann um den Ring herum weiter nach Barmbek. So, eine schöne Tour. Ich glaube, in der letzten Folge sind wir ja von Barmbek aus einmal umgefahren. Ne? Ich glaube, bis nach Barmbek und dann nach Wandsbek Gartenstadt in die Abstellung. Ja, heute fahren wir genau mal andersrum. Kann auch mal sein, ist ja auch nicht so wild. Ich hoffe, das passt auch alles vom Sound her. So, ein bisschen das Mikrofon noch lauter machen, ein kleines bisschen. In der Hoffnung, dass das auch alles passt. So. Genau. So, ansonsten brauche ich zum Glück hier nicht sprechen. Wird alles manuell gemacht hier. Vom Bordcomputer aus. Was natürlich auch vorbildlich ist. So, von Manns Gürmsen. Das sind ja hier eine etwas kleinere Garnitur. Könnten wir eigentlich Abschnitt 4 oder Abschnitt 6 halten. Wenn hier sowas gibt, ja, gibt es. Allerdings, ja, Abschnitt 6, da werden wir mal versuchen zu halten. So. So, mein Tür auf. Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich bin so jetzt noch nicht so oft unterwegs gewesen, also ne, offscreen. Das erste Video ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Bin zwar hier 2-3 Mal gefahren, aber mehr war das dann auch schon nicht. Kurz ausstellen hier. Schönes Thumbnail machen. So. U3 nach Schlumpf steht dran. Ein bisschen merkwürdig. Eigentlich stand in der Beschreibung, dass wir bis nach Barmbek fahren. Aber naja, so. So, wir machen die Tür zu. Und jetzt gucken, was ist das hier? Kehrgleismodus ein, okay. So, interessant. So. Und dann geht's auch wieder weiter. So, jetzt halt das Handel zum Barmbek. In knapp 3 Kilometern. Na, ja, kommt doch noch Gegenzug rein hier. DT5. Weiter angesagt wurde. Ja, bin ja mal gespannt, wenn das nächste große Update kommt. Die haben ja versprochen, die Entwickler, dass ja ein großes Sound-Update bringen wollen, weil die Community ja nicht ganz zufrieden war bis jetzt mit den Fahrzeugen vom DT5 ja, womit ich auch nicht zufrieden bin. Also deswegen freue ich mich genauso darauf, wenn dann da dann auch das Sound-Update kommt, was kostenlos ist. Und es soll auch noch, soll, wann, weiß ich nicht,
dieses Schleppdienstfahrzeug kommen. Ich weiß jetzt nicht, welche Baureihennummer, was auch immer das hat. Schaut gerne einfach mal bei Google oder, na, was ist denn hier los? Bei Google oder bei Steam einfach mal vorbei. Da sind auch schon die ersten Bilder drin. So dass wir Abschleppfahrten machen, unter anderem Züge bereitstellen und so weiter und so fort. Was ich eigentlich so eine ganz coole Idee finde. Ja, dann munkelt man ja auch schon, haben sie zumindest in der Next Sim 2023 ja gesagt, so, oder haben eine Andeutung gemacht, dass es sicherlich dann irgendwann mal noch ein Strecken-DLC geben soll, dass wir dann auch eine weitere U-Bahn-Strecke haben. Und ja, bin ich auch mal sehr gespannt. Ich hoffe, dass es vielleicht die U4 sein wird. Wäre zumindest echt cool, muss ich sagen. Aber da lassen wir uns erstmal, müssen wir erstmal abwarten. So, der NDT5 fährt in die Abstellung. Wir sind jetzt hier am Baumweg angekommen, machen die Türen auf. So. Ja, mal schauen, müssen wir zweimal drücken hier. Manchmal, nicht immer. Ja. Was auch noch cool wäre, wäre wirklich, wenn sie den Totbandschalter mit rein machen würden. Ne? Unter anderem wäre einer hier, Fußpedal, beziehungsweise auch, ich glaube, man kann auch hier den Knopf reindrücken, um das zu bestätigen. Und was auch ziemlich schön wäre, wenn sie den Geschwindigkeitsbegrenzer auch funksnuppel machen würden. Wir haben jetzt eine Ausfahrt mit 50, das können wir ja mal einstellen. Ne? Hier ist es umgesprungen. Allerdings hier bleibt es so, ne? Also die Nadel. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Also das wäre auch noch schön, wenn sie das hinbekommen würden. So. Okay. Nächster Halt, den Heide. Ausstieg rechts. So, fahren wir heute mal andersrum. 45. Genau. In der ersten Folge hier zum Subways in Hamburg sind wir ja andersrum im Kreis gefahren, so gesehen. Genau. So, und den Heiler. Na, dann können wir auch erstmal auf 50 beschleunigen. Können wir auch erstmal machen. So, und dann auch auf 60. So. Wir wollen ja schließlich auch vorankommen. So. Schön. Ja, so ist es aber ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ne? Also, wenn sie das einhalten, was sie versprochen haben, dass sie noch Sound-Update bringen wollen, die eine oder andere Funktion noch verbessert wird oder hinzugefügt wird, besser gesagt, ne? Wenn man noch Fahrzeuge dazu bekommen sollen und dann in naher Zukunft dann weitere Strecken-DLCs dazu bekommen, vielleicht auch Fahrzeug-DLCs, wäre auch cool. Ein DT3 vor allem, den würde ich mir wünschen. Das wäre echt was Schönes, aber da will ich mich erst einmal nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sondern da warten wir erstmal ab, was dann so noch kommen wird. Aber versprochen haben sie es und dann denke ich mir mal, wird das dann auch sicherlich dann irgendwann mal so weit sein. So. Was ich auch schön finde, jetzt gehen die überall die Türen auf. Das ist schon ein bisschen komisch, dass der ein oder andere Fahrgast hier über die U-Bahn rüberläuft. Auch sehr interessant. So, wir machen die Tür zu. So. U3, zurückbleiben bitte. Das Feature ist auch geil. U3, zurückbleiben bitte. Ah, das ist gut, das Feature. So, moin. Und gehen's auch. So. Next Station, Hamburger Straße. Sehr schön. So, kann man gleich auf 80 durchbeschleunigen. Aber weit ist es nicht bis zur Hamburger Straße. So, und dann bremsen wir. Könnten eigentlich von Dinger auch Abschnitt 4 halten, aber ich halte mal Abschnitt 6. Wir sind ja ein mittellanger Zug, würde ich jetzt sagen. Eigentlich kann ich das so, dass noch eine Garnitur, also nochmal so eine Wahlgarnitur angekuppelt ist. Ne?
Genau. Würde ja vom Platz her gehen. Von den Längen. Oder Bahnsteiglängen von den ganzen Bahnhöfen. So, na dann geht's mal. Mundsburg. Ach, schöne Lieder hier. Schön. So auch schöne Spiele. Was ich ja wirklich sagen muss, ich bin ja wirklich, also was so grafisch ist, bin ich wirklich sehr, sehr, sehr überrascht. Ne? Das muss ich ja wirklich mal mit dazu sagen. Hätte ich nie gedacht, aber da gibt es ordentliche Pluspunkte. Ja, muss man ja mal sagen. So, bremsen wir für Mundsburg. Immer wieder, wenn ich hier lang fahre, erinnert sich mich irgendwie an meine Kindheit. Ich sitze damals nur mit dem DT3, wo die hier für unterwegs waren. Jetzt findet man so den DT3 auch gar nicht mehr, ne, in Hamburg irgendwie auf den U-Bahn-Linien. Vermute ich mal. War jetzt ja schon eine ganze Zeit lang nicht mehr in Hamburg. Ja. Die 4, glaube ich, war so hier nie unterwegs auf der Strecke. Ne? War so typischer U2, U1 Zug. Ja. Genau. So ist es. So ist es. Das kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht dann auch noch der DT3 irgendwann mal als DLC rauskommt. Ich würde mich zumindest sehr darüber freuen. Schauen wir mal. Schreibt mir gerne mal eure Vorschläge noch so für das Spiel in die Kommentare. Was unbedingt hier noch mit rein muss oder welche DLCs ihr euch noch so wünschen würdet. Ja. Für die U2 war auch eine tolle Strecke, U1 würde ich mich natürlich auch freuen. Ne? Aber dadurch, dass die U1 ja schon aktuell ein Train Simulator ist, ne? Würde ich mich eher freuen über die U4 oder über die U2 Strecke, aber eher mehr über die U4. Ist also diese Hafen-U-Bahn-Linie und dann, also ja, so. Ne? Ist ja die neueste. Obwohl ich glaube, die U5 ist ja auch schon in Planung. Irgendwas habe ich mal gelesen. Genau. Aber wie gesagt, ich bin da aktuell nicht so richtig drin dabei. Muss ich selber mich dann doch erstmal noch einmal belesen. So. Hoffen wir so durch. So, man tut ja alle zu. So, und dann geht es auch schon weiter. Lübecker Straße. Auch schon bald am Hauptbahnhof. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts. Sehr schön. Übergang zur U1. So ist es. Genau. Ich habe eigentlich versprochen, wenn ich, also dass das nächste Video in Subway Sim Hamburg eigentlich jetzt so eine expertenlose Fahrt sein wird. Allerdings habe ich mich heute mal dafür umentschieden. Ich hatte noch mal Lust gehabt, einfach hier so eine entspannte Fahrplanfahrt zu machen. Mein Gott, da brauchen wir es ja auch lang, ey. Ja, deswegen gibt es ja noch mal Fahrplanfahrt, aber das im nächsten Video dann. Wenn wir dann mal auf diesen Expertenstandard oder den Expertenmodus unterwegs sein, bin ich auch schon in zwei Fahrten habe ich damit auch schon gemacht. Ist allerdings schon eine Weile her. So, Link zum Spiel ist natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Ne? Wo ich mich natürlich auch freuen würde, wenn ihr gerne auch meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet, um weiterhin keine weiteren Zugvideos oder auch andere Videos, wie zum Beispiel Eurotruck, Eurotruck jetzt erstmal nicht, aber zum Beispiel Sebas oder Transporting-Videos, nicht zu verpassen. Ne, schaut in der Videobeschreibung vorbei, das ist mein TikTok, Instagram und Discord-Kanal verlinkt. Na, auch gerne mal abchecken, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Jo, einfach mal auf euch scheinen. Berliner Tor. Übergang zu U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. Ja, der FPS teilweise. Schwierig. Schwierig. Mein Gott. Passiert. So.
Hier Grenzsätze die RB8 bzw. RE8 bzw. RB81 Linie von Bad Oldesloe nach Hamburg bzw. Von Lübeck aus nach Hamburg. Die S1 und die F11 fährt da auch entlang. Genau, das waren gerade noch so die Schienen. So. Und ich habe da gerade selber gehört, Anschlussmöglichkeiten hier ist also zur U2, zur U5. Zur S1, S11 und S21, beziehungsweise glaube ich auch S2. Aber die S2 fährt bis nach Hamburg-Bergedorf und die S21 bis nach Aumühl. Die S21 nach Aumühl, so. So. Da, mal Tür auf. Sehr schön. Oh, ein bisschen längere Wartezeit hier. 30 Sekunden. So. Moin, machen wir mal die Türen auf hier. Ja, wo sind meine Fahrgäste da hinten? Moin, ha? Alles in Ordnung? Habt ihr Fahrkarte? Ja? Ah, ja, schon, gut. So, gehen wir zurück. So. Und Tür zu. Zack. Und dann können wir jetzt die Tür zu machen. So, da sind sie zu. Und dann geht's auch weiter. So, diese Station ist Hauptbahnhof Süd. Ausfahrt erstmal mit 30. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U1, U2, U4 zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. Sehr schön. So, ist auch noch ein Abstellgleis. Sehr schön. Macht Lust, hier gehen die Gleise einfach weiter. Na ja, gut. So. Oh, ganz entspannt hier mit 30 zum Hauptbahnhof Süd. So. Wenn man sie sich verdrückt auf der Leertaste, aber das ist ja die Pfeife. Ach, Mensch, ey. Ich bin auch ein Heini-Pein hier. Ah ja, gut. So. Sehr schön. Was ich aber schön finde hier bei den DT5, das ist auch in Realität so, dass die Tunnel sehr schön ausgeleuchtet sind. Das war ist beim DT3 zum Beispiel nicht so. Das ist ja eigentlich dann fahren nach mit Signalen so gesehen, aber hier hast du ja wenigstens schon ja etwas weitsichtig. Ich weiß gar nicht jetzt, ob das Fernlicht dann ist. Ich glaube nicht. Wenn, vielleicht tut das automatisch an- und ausschalten, kann auch sein. Ja. Genau. So, Hauptbahnhof Süd. Auch wunderschöne Bahnhofsstation. So, dann kommt 3 und da kommt 4 und da kommt dann halt. Dann können wir hier bei 4 halten schon. So, und hier noch. So. Fahrgäste einen aussteigen lassen. So, machen wir zu. Ja, können wir hier beobachten, überall da, wo es grün war gerade eben, waren die Türen noch offen. Wenn sie blau sind, sind sie freigegeben, aber zu. Und wenn sie jetzt grau unterlegt sind wie jetzt, sind sie alle verriegelt. So. Ja, okay. So, weiterhin Ausfahrt mit 30, aber dürfen dann auch gleich wieder auf 60 beschleunigen. Ausstieg rechts. Die Mönckebergstraße. So. So. Na dann, kommen wir mal zum DT5 entgegen. Und wir dürfen jetzt auf 60 beschleunigen. Und dann geht es jetzt eigentlich rein zur Mönckebergstraße. Sechs nicht, da kann man über Abstand 4 halten. Haben wir ein bisschen verbremst dieses Mal. So was aber auch. So. Ja, ich bin noch kein Profi. DT5-Fahrer hier in Hamburg.
oder hier zumindest Subway Sim in Ham, auf dem Train Simulator, muss ich sagen, fand sich das schon ein bisschen angenehmer. Also, was heißt angenehmer? Anders. Irgendwie entspannter, finde ich. Ja. Genau. So, zur Tür zu. Was ist denn los? U3, zurückbleiben bitte. So, gut. Ah, schon schön. Ich kann noch eine Innenansage machen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie in der U3 in Richtung Barmbek. Nächste Station, Rathaus. Nächster Halt, Rathaus. Sehr schön. Oh, sehr schön. Originale Ansagen. Und was ich richtig cool finde, dass er auch auf Englisch ansagen. So. Moin, grüß dich. Einsteigen die Fahrgäste, ich trinke in der Zeit noch einen Schluck. Muss da auch sein. Obwohl ich muss sagen, heute geht's noch. Vom Wetter. Ist auszuhalten. So, genau. Ja, Aufnahme. Mal, jetzt geht hier noch die Tür auf oder was da? Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben, bitte. So. Das Video gerade am 18.07. auf. Und den Monat Juli ja auch schon bald geschafft. Und kommt schon August. Kommt schon August, freue ich mich. Da habe ich dann endlich 3 Wochen Urlaub dann in August. Freue ich mich schon. Geht's in Urlaub, unter anderem nach Hamburg. Für 3 Nächte, also für 4 Tage. Und dann geht es dann weiter in den Angelurlaub. So, jetzt haben wir den stärksten Anstieg in ganz Deutschland. So. So, um heute zu kämpfen, der DT5, ja. Und noch geht es, weil wir ja nicht so lang sind, da deswegen auch nicht so schwer, obwohl wir umso länger, umso mehr Antriebsleistung haben wir ja auch, ne? Also wäre jetzt noch ein Wagen dran, oder noch ein Zug gespannt, ja. Aber naja. So, Rödingsmarkt. So, da vorne sehen wir schon die Hafencity da vorne. Ach, sehr schön. So, Tür zu. So, dann geht's weiter. Meine Fahrt mit 50. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Genau, und genau wegen sowas hier, durch diese ganzen Brückenfahrten hier, ne, quer durch die Stadt, hat auch die Hochbahn die Ionarinnen bekommen, weil sie immer hochfährt. Weil die Linie U3 war nämlich auch die erste U-Bahn-Linie in Hamburg, soweit ich weiß. Moin, Servus, moin. Also manchmal die FPS hier dann ganz schön in die Richtung. Aber ich denke mal, wahrscheinlich auch wieder wegen der Aufnahme. So. Baumwall. Wir müssen auch alle Leute aussteigen, die dann zur Elfi. Elfi. Die zu Elfi wollen. Wir müssen hier nämlich aussteigen. Dann einmal hier runter und dann über die Brücke. Dann geht es da gleich hier in die Speicherstadt und geradeaus weiter geht es dann zu Elfi. Da werde ich auch hingehen. Zu Elfi und auch rein in die Speicherstadt, nämlich ins Miniaturwunderland mal wieder. Aber war ja da jetzt schon seit glaube ich 4 oder 5 Jahren nicht mehr drin. Und derzeit hat sich ja vieles verändert. Unter anderem haben sie ja die Brücke gebaut. Vom Speicherhaus ins nächste.
um ja, es zu erweitern. Das möchte ich mir natürlich angucken. Genau, und die Landungsbrücken möchten wir natürlich hoch. Ja, unter anderem möchte ich einmal mit den Hafenfähren hier eine Runde fahren. Ja, der Linie 64 oder 63 war das. Genau, möchte ich nämlich zum Stand, wo der große Stein ist, hinfahren und ja, durch den Elbtunnel mal gehen, ein schönes Fischbrötchen essen auf den Landungsbrücken. Schmecken da nämlich auch mal sehr gut. Ja, entspannt. So. Alles klar. So, hier besteht übrigens Anschluss an die S1 und an die S11. So, mal gucken hier. Mal hier nochmal ein Bildchen machen. Das sieht nämlich so ganz schön aus hier. Sehr schön. Oh Gott. Komisch die Steuerung hier. Ein bisschen. Was ist denn los hier? Also manchmal so die Pistole, so ein bisschen die Steuerung ist manchmal ein bisschen ja, komisch. Manchmal. So, Tür sollte man natürlich vorher schließen. Und dann geht's los. Haben wir ein schönes Bild hier auf den Landungsbrücken gemacht. So, wenn mal gucken, welches Thumbnail ich dann hinterher nutze. So. So, jetzt weiter über St. Pauli. Da wollen wir natürlich auch hin, weil das ist ganz gut abgepasst mit meinem Urlaub. Nämlich dann ist die Zeit, also der Zeit, ich glaube, müsste jetzt schon sein, der Dom, der Hamburger Dom, ist aber immer St. Pauli. Vom Fußballstadion. Oder am Fußballstadion, irgendwie so war es da. Da wollen wir auch hin und natürlich dann auch einen Abend ja, ein bisschen Party machen, ne? Ihr wisst schon, wir waren in St. Pauli, ein bisschen feiern gehen. Muss Roma sein. So. Wir müssen bremsen. So. Gut, ja, aber ein bisschen straff jetzt die Bremsung. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm. So, oh, Zeit ja. 35 Sekunden Aufenthalt. Ja, schön. Nee, aber ich muss sagen, so zum Großen und Ganzen macht das schon echt viel Spaß. Ne? Aber für mich hat die Linie auch natürlich eine etwas andere Bedeutung, weil ich gehe auch ein bisschen anders ran, weil ich kenne die Strecke aus der Realität. Klar hat sich jetzt schon ein bisschen was verändert, ne? Und da haben wir ein paar Bahnhöfe. Und so, das ist modernisiert worden, ne? Sieht vielleicht ein bisschen anders aus. Andere Fahrzeuge fallen jetzt mittlerweile hier, obwohl ich war ja schon das hier schon in Hamburg im Urlaub. Ich kenne auch die Zeiten, wo ich hier schon der DT5 gefahren ist, ne? Aber wo ich damals noch in Hamburg gewohnt habe, war viel der DT3 unterwegs. Ab und zu mal, das war dann schon so die Anfangszeit, wo man dann auch den DT5 schon gesehen hat. Das war dann so ein richtiges Highlight. Genau. Ja, und die U3, das ist so diese U-Bahn-Strecke, ne, sogar noch vor der U1, die ich wirklich am meisten gefahren bin. Also wahrscheinlich wirklich in der Woche 2, 3, 4 Mal wenigstens. Wenigstens. Genau. U1 bin ich auch sehr viel gefahren. Welche U-Bahn, die ich nicht so viel gefahren bin, war die U2. Kaum. U5 ein paar Mal, aber auch nicht viel. Aber U2, ich glaube, da war ich vielleicht 3 oder 4 Mal in den 10 Jahren, in den ganzen Jahren, wo ich in Hamburg gelebt habe, war ich unterwegs auf der U2. Mehr war es wirklich nicht. War nicht dolle, du. Aber naja, kommt vielleicht noch. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, wenn dann vielleicht die U2 dann hier in den Spiel mit rein schafft. Oder vielleicht auch in den Train-Simulator. Wäre auch ganz cool. Würde ich mich natürlich auch freuen. So. Also der DT4 und die DT3, muss ich wirklich sagen, sehe ich in dem Spiel ja auch noch. Ne? Und zwar als zusätzliches DLC, was da kostenpflichtig ist, ist ja so kein Problem. Ne?
wenn sich das ja vom Preis her in Maßen hält, ne, also ich denke mal so 15 Euro wäre ich schon einverstanden. Sternschanze. Ne? Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Next Stop Sternschanze. Please exit here for Exhibition Hall. Ausstieg links. Ja, zwecks den Strecken muss ich sagen, weiß ich nicht. Also ich denke, kann ich halt schon so sagen, so 20, 25 Euro, vielleicht je nachdem, wie lang die Strecken sind. Die U5 ist ja jetzt nicht sonderlich lang, ne? Aber jetzt zum Beispiel die U1 oder U2, die ja doch schon so, ja, schon so eine gewisse Länge haben, ne? Ja, kann man schon gut sagen, so 20 Euro. Ne? Also das ganze legitim, ich glaube, so das Spiel kostet jetzt auch nur 35 Euro bei Steam oder so. Also so teuer ist das jetzt auch nicht. Aber wie gesagt, Link dazu packe ich euch natürlich unten, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Einfach mal vorbeischauen. So, Sternschanze, das bekannte Schanzenviertel. Hier bin ich groß geworden, kann man so sagen. Kann man so sagen. Ja, auch wenn ich im Urlaub war, war ich relativ viel hier. Ich habe hier auch überwiegend Teil immer übernachtet, in der Schanze. Ja, ist schon was ganz Eigenes, aber cool, ne? Also, ja, gut, muss man mögen. Ne? Das ist immer so die Sache, muss man mögen, aber ist schon cool. So. Und die ganzen kleinen Minibars und die ganzen kleinen Gaststätten, allem drum und dran. Ah, schon putzig. So. Nächster Halt, Schlumpf. Übergang zur U2. Ausstieg rechts. 4,50. Sogar. Ja, Schlumpf. Bin ich mehr oder weniger umgestiegen, aber mehr auch nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir genau andersrum jetzt fahren, sonst bin ich immer auch offstream die andere Richtung immer gefahren. Ne? Also von Barmek aus hier in die Richtung und dann nach Barmek und dann nach Wandsbek-Grafenstein, aber heute mal andersrum. So, eine ganze Minute Aufenthalt hier. So, naja, steigen wir mal aus und gucken uns doch mal ein bisschen hier uns um in Schlumpf. Ne? So die Gestaltung finde ich auch sehr cool hier. Ne? Schlumpf, Schäferkampf bei Schlumpf. Schäferkampfsallee und so weiter und so fort. Ne? Check on YouTube next. Simnext. Noch ein bisschen Eigenwerbung, ne? Muss auch sein. Ja, wer kennt sie nicht? Informationen, der HVV. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, ne? Zack, kommen wir hier genau hier auf dem anderen Gleis wieder raus. Ja. Finde ich ganz cool. Ja, ist auch so ein bisschen Open World Modus, ne? So ein bisschen hat was. Schon schön. Ist schon schön, ne? Mal gucken, wir werden auch mal, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, ein bisschen mehr, werden wir mal einen Livestream machen. Wo wir hier mal ganz entspannt 2-3 Fahrten machen. Ne? Es werden natürlich auch wieder Instagram, das sag ich schon, was erzähle ich denn heute hier? Instagram nicht, sondern Train Sim World 3 Livestreams geben und auch wieder Train Sim World Classic Livestreams. Wird es auch mal wieder geben, schon in naher Zukunft definitiv. Ich habe jetzt aktuell nur ein bisschen Stress durch die ganze Prüfungsvorbereitung und so. Also ich habe jetzt aktuell Zwischenprüfung. Ja. Ja. Ich glaube, wenn das Video auf online kommt in der Woche, müsste ich glaube ich schon Zwischenprüfung haben, soweit ich weiß. Ja, doch, ich glaube nächste Woche. Ja. Ja, zumindest bin ich da ein bisschen im Stress, ne? Ich muss mich da auch ein bisschen vorbereiten. Geht da schließlich auch ein bisschen was, ne? Ja, dadurch ist aktuell ein bisschen wenig Zeit für Livestreams. Die will ja jetzt nicht nur 40 Minuten live sein oder eine Stunde, das lohnt sich ja nicht, weil meist bin ich ja dann auch 3, manchmal 4 oder 5 Stunden live, ne? Dass man auch ja, ein bisschen quatschen kann, was sehen kann. Ne? Das sollte schon sein. So. Luftbrücke. Z.
können zumindest. So. Schön. Na, schon schön. Bin, wie gesagt, auch sehr gerne hier unterwegs. So, gut. Na, schon ein Türchen zu. U3, zurückbleiben bitte. So. Und dann geht's auch weiter. So, dürfen wir jetzt erstmal wieder mit 70 fahren. Eppendorfer Baum kommt als nächstes. Wir müssten auch schon bald ein Bahnweg sein. Bald. Also jetzt, was ich ein bisschen zu bemängeln habe, sind die Schwellen von den Schienen. Die sind ein bisschen hochgesetzt. Die hätte ich doch eher ein bisschen mehr ins Schotterbett eingearbeitet. War so zum Großen und Ganzen ein bisschen zufrieden. Ich finde die Blätter von den Bäumen manchmal ein bisschen übertrieben, jetzt wie hier. Und sind doch schon ziemlich riesig. Ne? War so, man sieht schon richtig schön die Straßen, Parkbänke, Balkons und so weiter und so fort. Sieht schon echt gut aus. Aber für den Preis wirklich gutes Spiel. Ne? Wie gesagt, hier der Sound wird dann kostenlos nachgeliefert. Ne? Und dann irgendwann mal der verbesserte Sound. So. So. Da sind wir. Eppendorfer Bahn. So, ich glaube, als nächstes müsste ich Gelinghusenstraße kommen. Da ist dann auch wieder Übergang zur U1. So, genau. Kriegen wir schon alles hin, ja. Nächster Halt, Gelinghusenstraße. Übergang zur U1. Ausstieg links. Sehr schön. Wenn man einmal die U1 kommt, hier nämlich gerade aus dem Tunnel raus. So, fahren wir immer durch die Blätter durch hier, sehr schön. Muss doch vielleicht mal der Streckengärtner kommen und die Bäume mal verschneiden ein bisschen. Kurz ein bisschen ganz angebracht. So. Hier haben wir wieder Abschnitt 6, da werden wir auch dieses Mal halten. Nicht Abschnitt 4, sondern Abschnitt 6, habe ich gesagt. Wir sind relativ niedrig, aber wie gesagt, das hat jetzt ein bisschen was mit der Aufnahme zu tun hier, weil mir nur OBS läuft, mein Gott. Warum auch immer. Ja, manchmal habe ich diese Probleme. Merken tue ich das vor allem in Sebas. Da habe ich auch ab und zu mal die Probleme. Ja. Ah, naja. Das geht auch wieder weg. Hoffentlich. Nächster Halt, Sirichstraße. Ausstieg links. Die Sirichstraße. Ich habe das Gefühl, dass man hier gleich rausfliegt hier aus der Weiche. Dann kommt FPS hier. Immer hoch. Beschleunigen. So, mal schon mit Bremsen. So. Auch wieder wunderschöne U-Bahn-Station hier mit diesen Backsteinen. Oder Kopfsteinen. So gepflastert wurde. Gucken wir uns mal an hier. Finde ich wirklich sehr schön. So. Auch hier. Genau, das sieht schon echt super aus, ne? Ganz Unkraut, was hier so wächst, ne? Ah, schon schön, du. Ah, richtig schön. So. Naja, so mag ich das. So. Vielleicht dort auf U3 nach Bombik.
Ach, ich wollte einsteigen. Ich mach mal auf hier. Zu. U3, zurückbleiben bitte. So, dann geht's los. Walkweg Stadtpark. Spannen die doch ein bisschen mit den FPS hier. So. Einmal durch die Brücke durch und dann kommt auch schon der Brockweg. So, ich glaube, danach müsste auch schon mehr Bahn bekommen. So weit wie ich weiß. Moin. Gegenzug. So. Open Doors. Bitte alle einsteigen oder aussteigen, je nachdem, wie ihr wollt. Tür zu. Zack. Ja, so. Ah, ne, kommt noch die Saarlandstraße und dann müsste der Bahn bekommen. Irgendwie so war es. So, 60 ab hier. Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten Sie bitte nochmal darauf hinweisen, wenn Sie aussteigen, dass Sie nochmal gucken, dass Sie Hand- und Reisepäck bitte mitnehmen. Vielen Dank. Sehr geehrte Fahrgäste, wir möchten Sie nochmal darauf hinweisen, dass Sie aussteigen, dass Sie nochmal gucken, dass Sie Hand- und Reisepäck bitte mitnehmen. Vielen Dank. Ich liebe es. Ja, das Fahrzeug ist es. Das soll fahrbar gemacht sein, gemacht werden, sodass wir mit dem Fahrzeug fahren können. Das ist es. Aber frag mich jetzt nicht, wie dieses Fahrzeug mit Bau in einem, was da für ein Bau meine Art ist. Weiß ich jetzt wirklich nicht. So, bremsen wir mal so langsam mal für die Saarlandstraße. Ordentlich verbremst hier. Diese Unconcentration hier, Alter. Naja, gut. Passiert. So. Ui. Saarlandstraße. Stopp! Und das Open. Ach ja. Schön. So, und hier zu. So, genau, als nächstes kommt dann Barmweg. Wo unsere Fahrt dann auch enden wird. Abgesehen, wir müssen noch in der Abstellung fahren, irgendwo, das wissen wir jetzt aber nicht. More change, please. DT5 und hier ganz links sind die Gleise der S-Bahn, wo die S1 und die S11 fällt. So. 3, 4, 6, wir halten mal 6 wieder. Bitte nicht einsteigen, steht auch hier auf der Zugzielanzeige oder auf der Bahnsteiginformationsanzeige. So, und so wie es aussieht, müssen wir noch in die Abstellung fahren. So.
Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug endet dort und fährt in die Abstellung. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug endet dort und fährt in die Abstellung. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. U3, bitte nicht einsteigen, fährt in die Abstellung, zurückbleiben bitte. So, na dann. Wollen wir mal in die Abstellung fahren. Kehrgleis. So, kommt uns nochmal eine U3. Ja, U3 entgegen, mein Gott. Moin. Sehr schön. Jetzt muss ich mal fragen, fahren die in den, nur in den ne, nur in Doppeltraktion oder fahren sie nicht eigentlich in der Dreifachtraktion? So, Gratulation, du hast den Fahrplan erfolgreich abgeschlossen. Fahrzeit 45 Minuten und 32 Sekunden. So, ja, das ist doch schön. Das ist doch was Schönes. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gerne natürlich ein Däumchen nach oben da lassen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Ja, gerne kostenlos den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, um zukünftig keine weiteren Videos mehr hiervon zu verpassen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wie gesagt, was eure Wünsche noch so sind für dieses Spiel. Also, was muss unbedingt noch geändert werden, was muss unbedingt noch rein an Fahrzeugen, Strecken, Features, was auch immer und so fort. Ja. Ich schaue, wie gesagt, gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist das Spiel verlinkt. Und auch mein Instagram, Discord und auch TikTok-Kanal ist dort verlinkt. Ne? Gerne vorbeischauen. Würde mich natürlich freuen. Vor allem wünsche ich euch eine sehr coole Fahrt hier im Subway in Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Schulz von den Jinkos. Tschüss.